Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs, wir sind immer noch im Nieser unterwegs, man fasst es gar nicht. Fast die ganze Aufnahmesession ist rum. Ich sehe meinen Golf-Sound heute nichts mehr werden, aber naja, ist hier für nichts. Wir sind aber nah dran, wir sind nah dran. Ja, wir sind jetzt in Folge 401, das heißt, wir haben die 400 durchbrochen. Ich mache also länger, als ich gesagt habe. Böser Fuchs, aber ab jetzt kann jederzeit der Moment kommen, wo es mich übermannt, ne? Ne, ein bisschen machen wir auf jeden Fall noch. Ich bin jetzt ja ein bisschen motiviert. Also ist jetzt so viel neues Zeug dazu gekommen, deswegen ein bisschen machen wir noch auf jeden Fall. Aber dann, ich will nicht mehr versprechen, dass wir die 500 noch voll kriegen. Also da wird wohl bald mal eine Pause sein. Aber das heißt nicht, dass wir nicht wieder mal irgendwann zurückkehren. Und der Server läuft immer noch weiter. Also keine Sorge, auch wenn ich jetzt keine Videos mehr aufnehme. Das heißt nicht, dass wir den Server direkt abschalten. Der läuft stumpf weiter. Und ich bin auch gerne bereit, in Zukunft immer mal wieder so eine Servertour zu machen. Dann gibt es halt erstmal verstärkt Servertour-Videos. Weil die machen mir natürlich immer Spaß. Und die sind ja nicht so oft. Das macht man im Monat vielleicht einmal. Das kann man ja immer noch machen. Ja? Und dann mal schauen. Aber wie gesagt, das ist, steht noch in den Sternen. Jetzt machen wir erstmal regulär weiter. Tut erstmal so, als hätte ich nichts gesagt. Es geht ganz normal weiter. Bis ich keinen Bock mehr habe. Wir fahren jetzt erstmal weiter, weil so ein komplettes Rüstungsset hätte ich schon gerne. Ja, das wäre schon eine nice Sache, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen so ein Ziel, das man jetzt noch hat. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal von Notch gelabert und dem Verfall von Notch. Und ja, er hatte sich dann halt, nachdem Microsoft, muss man sagen, gut gemacht. Microsoft hat ja Mojang aufgekauft. Und da muss ich ihm sagen, sehr fair. Er ist ja quasi der Obermotz von Mojang gewesen. Mit dem größten Anteil, der gute Notch. Aber den Deal, den die mit Microsoft geschlagen haben, haben die fair aufgeteilt. Also alle Stammmitarbeiter, die von Anfang an mit dabei waren, haben einen fairen Cut bekommen. Das finde ich nice. Also er hat sich natürlich das Dickste eingestrichen, ist okay. Aber der hat die Leute gut ausgezahlt. Also ganz ehrlich, die haben ordentlich verdient. Und das muss man sagen, das ist, fand ich sehr fair. Das war cool. Und dann hat er sich seine riesige Megavilla angeschafft. Wer da Interesse dran hat, gibt mir einfach bei Google ein. Notch Villa. Da findet ihr von dem Maklerbüro, die das damals verkauft haben. Also er hat die nicht selber designt, das Ding war fertig. Er hat die dann einfach nur gekauft. Und das Maklerbüro hatte halt für den Verkauf ein YouTube-Video online gestellt, wo die das Ding einmal beleuchtet haben mit Pools und Süßigkeitenraum und Harley-Raum und Garage für Autos und was weiß ich, was nicht all. Und da kann man sich das mal angucken. Ist schon interessant. In diesem Ding wohnt er halt. Er hat ja keine Frau, glaube ich, oder so. Also er war zu dem Zeitpunkt ja solo. Ich weiß, ich glaube, er hat immer noch keine Frau. Bin mir nicht sicher. Und wenn, muss man sich natürlich fragen, aus welchen Motivationsgründen sie bei ihm ist, ja. Das ist ja immer das Problem mit so einem immensen Reichtum. Auf jeden Fall lebte er dann da alleine in diesem riesigen Haus und hat sich halt mit Leuten umgeben, die natürlich seine, in Anführungszeichen, Freunde sind, aber natürlich nur, wie es immer so ist, bis seine immer im Grunde scharf auf die Kohle sind. Und das ist halt das Problem. Sobald du so viel Geld hast, wie findest du jetzt noch raus, ob das wirklich echte Freunde sind oder sind das Leute, die einfach nur geil auf dein Geld und dein Fame und dein Reichtum sind? Und das hat den wohl irgendwann total durchdrehen lassen. Der ist ja richtig durchgedreht. Der ist richtig mad geworden und hat sich einsam gefühlt und fing dann an, auf Twitter komischen Nonsens zu verbreiten. Vor allen Dingen auch mit Ideologien, mit denen ich mich jetzt nicht so identifizieren wollen würde. Und ist richtig in diese Verschwörungstheorienkiste und alles mögliche abgedriftet. Der ist richtig durchgedreht. Also die Personalie Notch ist richtig krank geworden. Und deswegen wurde er ja auch bei dem Minecraft-Geburtstag ausgeladen. Also der Schöpfer durfte bei der Geburtstagsfeier von Minecraft nicht mit dabei sein, weil die den nicht dabei haben wollten. Weil sie sich mit dem nicht mehr identifizieren wollen und den Standpunkt, den er vertritt, halt nicht unterstützen. Das fand ich sehr gut. Da muss man schon Eier für haben und das fand ich auch gerechtfertigt und in Ordnung. Das fand ich also persönlich nicht unfair oder so, sondern das ist halt nun mal so. Er ist ziemlich extrem geworden und dann ist das nun mal so. Aber da siehst du halt, der Junge ist richtig unglücklich, der ist richtig einsam und das alles trotz seiner ganzen Kohle und seines Süßigkeitenraums. Und ich finde, das beruhigt einen doch ganz schön. Da siehst du doch, Kohle ist echt, es ist nicht alles, Leute. Es ist nicht alles und sowas zeigt das immer so schön. Ja? Da kann man sich noch so sehr wünschen, ich wäre auch so gern so reich oder so. Ne, also ich nicht. Ich nicht. Wirklich nicht. Ja, das fand ich auf jeden Fall krass, ne? Wie der halt so abgestürzt ist und wie schnell das ging. Ja, was gibt's noch sonst zu Minecraft zu sagen? Es hat halt sehr viel bewegt, es hat sehr viel inspiriert. Wir denken da wunderbar an Borderlands 2, wo es den Minecraft-Raum gibt, sehr viele Easter Eggs, sehr viel. Also Minecraft ist ja durch alles durch. Es gibt ja diesen, dieser Film soll eines Tages hier mal erscheinen. Dann gab es ja von, wie heißen sie denn? Die immer diese Point and, diese Click-Novels da gemacht haben, hier, die dann pleite gegangen sind. Ach Gott.
Das, der Name wurde doch schon Begriff für diese Dinger. Ach Gott, hier. Wolf Among Us und The Walking Dead haben die gemacht. Wie kann mir denn jetzt der Name entfallen sein? Das gibt's doch nicht. Da war ja gerade ganz kurz. Die Game of Thrones, das eine Ding haben sie auch gemacht. Ach, ich weiß es nicht mehr. Die haben ja dann auch noch so ein Ding über Minecraft gemacht. Wollen wir auch gar nicht so schlecht sein. Jetzt gibt's das Minecraft Diablo. Das soll leider richtig langweilig sein. Da war ich ja erst interessiert, weil ich mag ja so Point-and-Click ja schon, so Hack-and-Slay-Dinger. Und wenn die da nicht so, nicht zu deep sind, ist cool. Ich will ja immer mal mit Path of Exile anfangen, aber ohne Spaß, ich habe keinen Bock, vorher Excel-Sheets zu wälzen und mir irgendwelche krassen Builds auszudenken. Das ist mir zu anstrengend. Weißt du, ich habe Feierabend nach so einem Horrortag. Ja, ich will mich entspannen. Da ist einfach Excel-Sheet-Gedönse nicht mehr mein Ding. Da muss es irgendwie entspannt sein und ich darf nicht zu sehr gefrustet sein, wenn ich mich mal verskille. Das muss ich halt reparieren können. Von mir aus auch mit Ingame-Währung. Ja, keine Ahnung, aber die Möglichkeit muss halt bestehen. Und das ist bei Path of Exile einfach zu krank. Das muss ich einfach so sagen. Das hat mich immer wieder abgeschreckt. Ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Immer bis zu einem gewissen Punkt, wenn es dann zu schwer wird, weil ich dann mich verskillt habe oder irgendwas nicht so ganz geschnallt habe. Und dann demotiviert es mich und dann höre ich auf, ne? Und ich habe aber trotzdem mal 30 Euro reingesteckt, weil ich irgendwann so ein Feuerfuchsbegleiter. Und dann dachte ich, komm, ich habe so viel Spaß mit dem, ja, geil, mit dem Game gehabt. Da kannst du den auch ruhig mal eben einen 30er rüberschmeißen. Und das habe ich dann auch gemacht. So fair bin ich ja dann bei diesen Free-to-Play-Dingern. Wenn ich da richtig viel Spaß mit gehabt habe, dann haue ich den auch mal einen Obolus rüber. Da haben sie ja auch verdient. Ne? Ich hatte ja auch viel Spaß damit. Was ich halt nicht abkann, sind diese Dinger, die dich mit Absicht vor Zeitschranken oder Game-Design-Scheiße stellen, damit du geforst wirst, frustriert zu werden und dann Geld auszugeben. Das kann ich nie ab, da bin ich sofort weg. Die können mich mal. So einen Scheiß brauche ich mir nicht geben. Das Spiel sollte grundsätzlich immer erstmal Spaß machen. Man darf gerne so ein bisschen Erleichterung haben, wie größeren Truhenplatz und so. Alles cool, kann man gerne machen. Aber mit Absicht irgendwie etwas so grindy zu designen oder so beschissen zu designen, dass man nur mit Geld Spaß dran hat, dann seid ihr mich los, ne? Das ist dann so. Und das ist dann nicht gegeben. Das ist halt wirklich ein cooles Team. Die arbeiten sehr fair und da kann man den auch ruhig mal einen Obolus da lassen. So, meine Truhe ist wieder voll. Meine Truhe, mein Inventar. Das bedeutet, wir müssen den Rückweg finden. Ich bin gespannt, ob ich den finde. Und ich finde hier eh nicht wieder hin. Da lang. Müssen mal so Schilder machen inzwischen. Da lang mit so Pfeilen dran, weil ich finde ja echt nicht mehr zurück, ne? So. Aber bis jetzt gute Ausbeute, muss man sagen. Oh, meine Uhr meint schon die ganze Zeit, ich soll mal wieder aufstehen. Oh, ich sitze auch echt so ein bisschen. Ich glaube, mein ganzes Homeoffice-Gesitze. Man sitzt ja noch mehr. Man fährt jetzt die tägliche Radfahrt, ist weg. Muss das, glaube ich, mal machen wie der Falke. Der Falke ist echt fleißig. Der fährt immer brav, immer Rad. Kann man sich echt mal ein Beispiel dran nehmen. Ich spiele mal Beat Saber. Das ist so mein Sport aktuell. Und eigentlich Gartenarbeit, aber es ist ja 3 Wochen lang geregnet. Da hast du nichts gemacht. Draußen sieht es wieder aus, als hätte ich nie Gartenarbeit gemacht. Rasen sieht aus. Die ganzen Beete, überall, wo ich alles rausgeruppt habe, nach 3 Wochen Dauerregen, da ist blühendes Leben, weißt du? Da, also. Ah, guck mal, da ist der Eingang. Wir haben ihn gefunden. So, die Kiste ist voll. Die Kiste füllt sich langsam auf. Ah, fast. Es hat zum Aufstehen, alles klar. Gut. Ich hatte gerade Angst. Es ist nämlich übrigens immer noch kein Notdienst reingekommen. Wer das verfolgt und neugierig ist, ob der Fuchs schon Notdienst hatte? Nein. Ist jetzt alles notdienstfrei. Ich bin ganz begeistert, ey. So, hieraus machen wir immer Gold. Wenn wir schon eh dabei sind, dann ist hier nämlich auch gleich wieder Platz. Das können wir auch mal alles mitnehmen. Da habe ich ja in meinem normalen Fuchsbau Kisten für. So. Einmal wieder zurück nach Hause. RPTP Fuchsturm im Fuchsbau. Piep. Ach, endlich mal wieder draußen, wa? Man freut sich ja dann doch, wenn man mal wieder aus der Hölle raus ist. Aber ey, es ist nun erstmal so. Wir haben halt ein Ziel. Wir haben ein Ziel. So, dann geht das erstmal wieder hoch. Da habe ich nämlich hier. Warum ist das eigentlich da drin? Das kann weg, aber hier. Habe ich hier eine Kiste für? Habe ich hier noch welche? Ja, guck mal, das können wir auch alles da rausholen. Das packen wir alles in die dafür vorgesehene Kiste. Wenn wir sie schon haben, dann können wir die ja auch füllen, ne? Dafür kommt dann der Schmock wieder hier hin. Und wir machen Gold. Oh, nix. Leider nicht Geralt. Gold. Barren. So viele wie gehen. Bumm, 64 Stück. Und so viele wie gehen.
Nice, also Goldbarren läuft jetzt bei uns. Das muss man echt sagen. Und dann haben wir hier auch noch Golderz, das wir mal kaputt machen können. Das können wir eigentlich mal ein... naja, egal. Später. Das können wir nochmal einschmelzen. Oh, hier. Ich habe Sunray angemacht. Woo! Mega! Okay, so, wo ist mein Krams? Wo ist mein Krams? Hab ich in der Hölle vergessen? Oh Gott, ich habe mein Zeug in der Hölle vergessen. RPTP Fuchs Hölle 2. Im Nisa. Das geht natürlich nicht. Ich wollte jetzt eben schnell wieder neue Blöcke farmen. Uah. Das muss noch sein. Das dürfen wir da nicht liegen lassen. Um Gottes Willen, nachher passiert noch was damit. Gib her den Kram. Der antiker Schrott. Sonst noch irgendwo antiker Schrott drin, den ich irgendwie übersehen habe? Nein. Nein. Okay. Puh, ich habe gerade schon Angst gehabt, ey. RPTP Fuchsturm. Im Fuchsbau. Buff. Okay. So. Die Nacht kehrt ein. Oh, Sunray bei der Nacht? Oder ist das noch. Das ist der Mond. Auch der Mond hat Sunray. Ist so. Auch ein Mond, der so hell leuchtet wie bei mir, der rayt ein bisschen. Moin. Ach, das schöne Indoor-Aquarium. So, dann wollen wir mal wieder. Ich habe noch Kohle. Ich habe antiken Schrott. Auf geht's. Wir können ja tatsächlich mal, während der hier gerade so ein bisschen Hallo Amber am Rumeiern ist, können wir ja mal ein bisschen Eisen mal wieder. So viel Eisenerz, das gebrannt werden muss. So. Gib mir mal ein wenig Kohl und dann geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und rein. Oh Mist. Das war ja dumm, warte. Das habe ich doof gemacht. Da habe ich die falsche Hacke benutzt und deswegen ist das nicht kaputt gegangen. Effizienz, Haltbarkeit. Wie kriege ich denn das jetzt kaputt? Da muss ich mit einer normalen klassischen Hacke bei, ne? Bitte nicht gucken hier. Effizienz, da ist Behutsamkeit drauf. Warum geht denn aber... Warum ist da auch Behutsamkeit drauf? Ich bin verwirrt. Aber normalerweise muss ich doch das... Bin ich ein bisschen doof? Das muss man doch jetzt eigentlich einschmelzen können, oder nicht? Bei mir macht sich gerade Verwirrung breit, ohne Spaß. Mein Gehirn ist, glaube ich, ein bisschen durch. Oder ist das der falsche Ofen? Ach, das ist der falsche Ofen. Das ist ein Räucherofen und das ist der Einschmelzofen. Die sehen auch anders aus. Puh, ich bin doch nicht bescheuert. Alles gut. Alter Focko, ich habe gerade echt gedacht, jetzt geht's mit mir zu Ende, du. Okay. Alter, ich dachte jetzt auch gerade, hä? Verwirrung macht sich breit. Ist das noch so einer? Mal gucken. Ne. Die sehen so ähnlich aus, weißt du? Ihr kennt das jetzt gar nicht mehr. Ah, hier, das ist so einer, wo das schneller geht. So ein Speed-Schmelzofen, alles klar. Gut, jetzt haben wir hier 7 Netherit-Platten. Da können wir doch nochmal wieder einen draus machen, ne? Netherit. Ich brauche noch Gold. Netherit. Jetzt haben wir schon 2. Und jetzt fehlt noch einer. 3, 4. Wir brauchen noch ein so ein Schrottding. Ein Schrottding noch, dann können wir das erste Ding herstellen. Ohne Spaß. Das muss noch machbar sein. Ich sag euch, wie es ist. Das muss noch machbar sein. Deswegen geht es jetzt weiter. Auch, ich weiß, wir wollen aus der Hölle raus. Ihr wollt aus der Hölle raus. Ich will aus der Hölle raus. Wir wollen alle aus der Hölle raus. Aber es hilft nichts. Schnell hernehmen das Ding. Okay. So. Das muss jetzt einfach. Eins noch. Das muss auch machbar sein. Wenn wir Glück haben, finden wir das jetzt sofort.
Dann können wir die erste Waffe herstellen. Und dann können wir uns nächstes Mal dran machen, verzaubern damit zu lernen. Voll gut. Dann lerne ich das erstmal. Dann machen wir nämlich ein richtig geiles Ding mit. Behutsamkeit ist doof, das will ich eigentlich nicht haben. Aber Reparatur muss da drauf, Glück oder so. Mal schauen, wie das geht, ob das überhaupt geht. Ich habe keine Ahnung, ob man das einfach frei entscheiden kann. Es gibt diese Bücher, aber ob man da... Keine Ahnung. I don't know. Ne? Einfach ausprobieren. So. RPTP Fuchs Hölle 2. Hoppala. Wir haben dann nachher ja auch gleich noch eine Folge, glaube ich, mindestens. Und dann habe ich wirklich die ganze Aufnahmesession nur an dieser Hölle verbracht. Unfassbar. Aber es ist so. Und wie schön das aussieht. Ich sage, wie es ist. Dieses Texture Pack. Es war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber ganz ehrlich, das sieht mega aus, ne? Ich bin ganz begeistert. Muss ich sagen, wie es ist. Erstmal da auch mal ein dickes Lob. Wo sind meine ganzen Fackeln hin? Meine Fackeln sind weg. Die weggeräumt. Da. Nehmen wir einfach eine neue. Brot ist noch da. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas Wichtiges außerdem weggeräumt. Aber das wird sich zeigen. Momentan, es ist eigentlich nichts wichtig oder nicht so wichtig wie dieses neue Material. Futtern, futtern, futtern. Erstmal ein bisschen Brot rein und weiter geht's. Das Schlimme ist, meine Weizenfarm läuft ja nicht. Das heißt, irgendwann eines Tages wird uns das Weizen ausgehen. Aber gut, ich habe noch Karotten und so ein Kram und rote Beete. Da kann man ja auch noch viel Zeug mitmachen. Alles wird gut. Das wird schon. Ich würde sagen, wir schlagen uns jetzt, weil das hier so lustig aussieht, einfach mal hier rein. Komm. Habe ich da gerade schon Lava durchklippen sehen? Sei ehrlich. Habe ich da gerade Lava gesehen? Oh. Könnte sein. Erstmal den Gravel hier wegarbeiten. Und da kommt die Lava. Und da kommt die Lava. Und ich bin zu langsam. Oh, oh. Wieder schlecht gemacht. So. Gut, dann schlagen wir uns da doch nicht durch. Gehen wir ein bisschen weiter hier hin. Schlagen wir uns hier rein. Hauptsache, es geht weiter, ne? Wir brauchen noch einmal antiken Schrott. Das schaffen wir aber noch. Ohne Spaß. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl, dass wir das noch finden werden. Oh, da habe ich aus Versehen irgendwie einmal zu tief gegraben. Da kommt zwar Lava, aber ich ignoriere sie. Okay, dann geht es hier jetzt erstmal nicht weiter. Oh. Was ist denn dein Problem, Junge? Holy shit, da hat sie aber einiges versammelt hier. So ein bisschen Licht machen. So. Okay, das war doof. Dann schlagen wir uns mal einen. Seid ihr freundlich? Seid ihr böse? Ihr seht böse aus. Bist du böse? Nö. Nö, okay, dann bleib mal da. Solange du mich nicht angreifst, ist mir alles egal. Ihr könnt hier ruhig rumeiern in meiner Mine. Fühlt euch wie zu Hause. Sie ist schön. Ich habe die gut gemacht. Gut angelegt. Muss ich schon zugeben. Und jetzt schlagen wir es halt durch auf der Suche nach antikem Schrott, weißt du? Das ist der Plan. Das ist der Plan. Und ich überlege, dass wir jetzt dann 2,5 Stunden gebraucht haben, um ein Werkzeug zu kriegen. Aber das geht eigentlich. Also 2,5 Stunden, ja gut, wenn man das ein paar Mal macht. Dann geht das schon. Aber es soll ja wohl auch dafür da sein. Es soll ja ein bisschen dauern, ne? Wenn das einfach wäre, wäre es ja langweilig. Da muss man jetzt ein bisschen für arbeiten. Und deswegen, da ich das nicht zweimal machen kann, weil einfach dafür habe ich nicht mehr genug Lebenszeit, müssen wir definitiv dafür sorgen, dass das Zeug sich dann selbst repariert. Das ist mir wichtig. Da brauche ich, glaube ich, mal einen Kurs bei Shockney, wie das geht. Oder ich lese es mir erstmal an. Shockney ist ja irgendwie unser Meister der Verzauberung. Der hat mir bis jetzt echt geiles Zeug immer hingelegt. Muss ich mal in den Kurs gehen. So, wir machen mal hier gerade den Gravel weg, weil manchmal befindet sich direkt dahinter ja auch das Zeug. Hatten wir jetzt ja auch schon mal. Ja, Hahn, ist gut. Leider diesmal nicht. Schade, schade, aber wir haben diesen Sand hier. Okay, meine Lieben,
Ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann jetzt an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst doch mal den Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich, wenn wir gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und hoffentlich finden wir da das letzte Ding. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.